Okay, genug Scheiße für einen Tag. Ich bin doch echt ein Meister der Intros. Egal. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Wir fliegen heute von New York, genauer gesagt von LaGuardia nach Toronto. Toronto Pearson, um genau zu sein. Und da ich Nachtflüge sehr selten auf dem Kanal mache, habe ich mir gedacht, machen wir mal wieder einen Nachtflug. Im Hintergrund seht ihr die Aufnahme, wie ich gerade das Wichtigste einstelle, den Autopiloten zum Beispiel oder das MCDU, damit der Flug auch schön geschmeidig und ohne Probleme verläuft. Und dass wir nicht den ganzen Tag noch auf dem Boden stehen und den Rest der Strecke fliegen, heben wir jetzt einfach mal ab, würde ich sagen. Abgesehen von der Dunkelheit sind es angenehme Flugbedingungen, es sind keine signifikanten Wetterstörungen wie Gewitter oder Regen oder Nebel oder so ein Scheiß da. Es ist eigentlich eine schöne, sternklare Nacht und aus diesem Grund sollte der Flug sehr angenehm werden. So, wir sind abgehoben, Fahrwerk ist eingefahren, der Autopilot kann übernehmen, wir nehmen Kurs auf Toronto. Wie immer bin ich auf eure Vorschläge gespannt für den nächsten Flug und dazu einfach euren Wunsch in die Kommentare schreiben. Und falls irgendwas Interessantes in den Kommentaren steht, stellt sicher, dass ihr auch andere Kommentare liked, dass ich weiß, was mehreren Leuten gefällt. Wir nähern uns langsam aber sicher Toronto. Wir müssen davor noch von hier aus gesehen ein bisschen nach links drehen, um dann perfekt auf den Gleitpfad draufzukommen. Und dann beginnen wir mit der Landung. Wisst ihr, was das Problem ist? Bei Nacht sieht man das Flugzeug auf dem Bildschirm nicht ganz so gut. Das ist ein bisschen schade für die Außenaufnahmen, aber dafür ist die Landung dann umso spektakulärer aus dem Cockpit, wenn man halt wirklich fast gar nichts sieht, außer diese Runway-Lights. Das finde ich schon immer sehr beeindruckend. Da haben wir nachher auch noch ein paar schöne Sichten da drauf. Wir beginnen gerade mit unserer letzten Kurve. Ich drossel noch ein bisschen die Geschwindigkeit auf 140 Knoten. Perfekt für den Anflug. Den Rest macht das ILS für uns. Und jetzt, da wir auf dem Gleitpfad sind, kann man auch das Fahrwerk runterlassen, immer wieder schön anzuschauen. Ich weiß nicht, was das so befriedigend macht, wenn wir dieses Fahrwerk aushören. Es ist einfach, wie gesagt, schön anzuschauen, immer wieder. Die Callouts kann man sich natürlich auch nicht entgehen lassen. Toronto hat einen sehr schönen Anflug, es ist einfach alles komplett flach drumherum und man kommt auch sehr flach rein, habe ich das Gefühl, aber das kann einen einfach nur täuschen, weil die Landebahn so breit ist oder allgemein alles so breit aussieht, dadurch, dass eben keine Berge oder so in der Nähe sind. Hubby-System sagt natürlich, wir sind perfekt. Hier sind jetzt die schönen Aufnahmen, von denen ich gesprochen habe. So eine Landebahn bei Nacht ist auch immer faszinierend irgendwie. Und jetzt Concentration. 200. Ihr habt's gehört. So, gleich diese Master Warn ausmachen, das geht nämlich tierisch auf den Sack. 20. 10. 5. Die Callouts natürlich extrem hilfreich, vor allem bei Nachtflügen. Man kann sich nicht am Schatten orientieren oder so. Aber ich denke, ein insgesamt sehr gelungener Flug, schöne Landung. Und dann würde ich sagen, willkommen in Toronto. Wie gesagt, schreibt mir eure Vorschläge für den nächsten Flug in die Kommentare. Ich würde vielleicht ganz gerne hier von Toronto aus abheben, dass man den Flughafen auch mal bei Tag sieht. Also sagt mir ein Ziel von Toronto aus. Ich bin gespannt und bis dann. Ciao.